Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Heute habe ich mal ein etwas anderes Video. Es gibt es bestimmt schon, aber ich habe mich nicht informiert. Also deshalb Props an die Leute, die es schon gemacht haben. Wahrscheinlich habe ich euch unbewusst die Idee geklaut. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einen, was wir am Ende der Woche noch an Essen übrig haben und was ich mit diesem Essen mache. Also ein Resteverwertungsvideo. Also, was haben wir noch übrig von letzter Woche? Also ich hatte einmal noch glutenfreies Brot von Share gekauft. Das habe ich aber jetzt eigentlich, das war nicht im letzten Food Haul dabei, aber egal, das ist jetzt noch übrig. Das werde ich die nächsten Tage noch frühstücken, weil ich bin momentan alleine. Deshalb wird es mir wahrscheinlich noch 2 Tage lang. I guess, but I don't know. So, dann habe ich hier noch so ein bisschen Petersilie. Es ist wirklich nicht mehr viel. Ich denke, einiges werde ich noch in den Smoothie reinmachen und anderes werde ich heute Abend fürs Essen benutzen. Dann bleiben wir noch beim Obst, beim Gemüse. Da habe ich noch eine Karotte. Die mache ich heute Abend auch. Ich mache mir so eine Reispfanne. Da kommt dann auch noch die schon angeschnittene halbe Paprika mit dran und auch der schon halb angeschnittene Brokkoli. Das wird jetzt so eine Gemüse-Reispfanne. Vielleicht mache ich mir auch Reisnudeln, gerade wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht mache ich auch Reisnudeln. Aber ich werde darüber auch ein Video machen und das wird sehr wahrscheinlich dann nächsten Sonntag online kommen. Also wenn ich dran denke und alles ist schon online, dann habe ich das hier hingepackt. Aber das Video kommt ja erst und dann danach das. Deshalb kann ich es jetzt gerade noch nicht verlinken. You got it? Weil ich bin nämlich verwirrt. Gut, also das haben wir jetzt. Da haben wir schon mal ein Essen, was wir uns noch zaubern werden. So, dann habe ich hier auch noch eine schon angeschnittene halbe Mango. Da werde ich mir morgen mal einen Smoothie machen. Ich habe auch so ein Smoothie-Buch. Vielleicht ist da was mit Mango dabei, wo ich auch die restlichen Zutaten noch daheim habe. Ansonsten schmeiße ich auch einfach alles rein und dann kommt schon irgendwas Gutes raus, gell? So, dann habe ich aber nicht nur noch eine halbe Mango, sondern ich habe auch noch eine ganze Mango. Ja, weil eine halbe Mango langt nicht, deshalb eine ganze Mango. Aber auch da, ich denke, entweder werde ich sie mir klein machen und dann für die Fahrt, weil ich bin ab nächster Woche in Cuxhaven und dann werde ich mir für die Fahrt, denke ich, auch noch was zu essen machen. Aber we will see. So, dann habe ich hier noch vom Penny diesen Salat. Den haue ich mir, glaube ich, auch einfach in den Smoothie rein. Ganz ehrlich, es ist einfach das Leichteste, entweder halt so eine Reispfanne oder irgendwie so eine Gemüsepfanne zu machen und da seine Reste zu verarbeiten oder in einem fucking Smoothie. Ja. So, dann habe ich noch Zwetschgen oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ah, nee, Zwetschgen ist das Richtige, aber Zwetschgen ist hessisch. Zwetschgen habe ich noch. Die werde ich, glaube ich, einfach so snacken, aber es sind echt viele für eine Person. Ja, ich werde sie auch einfach mit auf die Arbeit nehmen. Dann habe ich noch ein Stück Gurke. Ich glaube, das werde ich auch morgen einfach mit auf die Arbeit nehmen und mir noch in meinen Salat reinmachen, den ich noch auf der Arbeit habe. Genauso habe ich noch einen ganz kleinen Kohlrabi. Er ist ungefähr so groß wie mein Kopf. Duh! Ich denke, da werde ich morgen mir auch ein Stück machen und dann einfach so lecker Kohlräbchen snacken, weil Kohlrabi so snacken einfach das geilste der Welt ist. Und apropos Snacken, wir haben hier auch noch ein Paradieschen. Ich denke, da werde ich mir auch vielleicht auch für Dienstag irgendwie nochmal so eine Rohkostplatte machen. Und genau. Ah, und ja stimmt. Jetzt nicht mehr Obst und Gemüse. Also das ist schon auch noch krass. Ich habe hier noch so vegane Bio-Grillbratwürste. Die sind auch noch übrig, aber die sind auch noch im Moment haltbar. Aber vielleicht werde ich die einfach mit nach Cuxhaven nehmen, wenn wir da grillen. Dann müssen wir nicht hier im Kühlschrank vergammeln. Aber weiß ich auch noch nicht. Und last but not least ist noch übrig geblieben getrocknete Tomaten. Da werde ich mir für nächste Woche ein selbstgemachtes veganes Pesto machen, weil die sind nämlich nicht mehr ganz so lange haltbar. Deshalb werde ich mir da einfach ein Pesto machen. Was noch übrig bleibt, das kriegen meine Eltern, weil denen schmeckt das auch sehr, sehr lecker. Das ist einfach so ein Rezept, wo alles reinkommt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt und versprochen. Ich schreibe es in die Infobox, was ich eventuell gemacht habe. Vielleicht auch nicht, ups. Aber das ist so
Also jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr, weil ich seit letzter Woche Montag alleine bin. Und ich habe aber trotzdem irgendwie in meinem Kopf letzte Woche, letzter Foodhaul, noch für zwei Personen eingekauft. Und dementsprechend war das jetzt ein bisschen schwierig, weil ich auch häufig abends eigentlich nichts mehr esse, sondern nur noch einen Proteinshake trinke, weil der Körper das alles nicht so gut verdauen kann, was man ihm so spät noch zuführt. Also wenn man früh isst, ich sag mal alles so vor 18 Uhr oder später ins Bett geht, je nachdem, wenn sich dein Zu-Bett-Geh-Zeit ein bisschen nach hinten verschiebt, also einfach der Magen ein wenig Zeit hat, das Ganze zu verdauen, ist es in Ordnung und dann kannst du auch gerne so leckeres Essen machen. Aber solltest du wie ich halt erst um 19 Uhr daheim sein oder manchmal auch 19:30 Uhr und gerne eigentlich um 10 auch schon schlafen möchtest, dann ist es eventuell besser, wenn du zwischendurch auch mal einen Proteinshake trinkst und so deinem Körper die Chance gibst, wenn er schläft, zu entgiften und alles auch mal rauszutransportieren, weil sonst ist er halt eigentlich eher mit der Verdauung beschäftigt. So kleiner Exkurs am Rande. Und ja, also wie gesagt, also heute Abend mache ich für eine Person eine Reisbandnudelpfanne. Da werde ich auch noch ein Video zu machen. Das wird sehr wahrscheinlich am Sonntag, habe ich das schon gesagt? Oh Gott, bin ich verwirrt. Krass, okay, also ja, habe ich eventuell schon gesagt, weiß ich gerade nicht mehr. Und halt einfach so ein bisschen. Vielleicht mache ich mir auch den Salat aufs Brot lecker drauf, weil ist auch was Gutes. Und Pesto, genau, wir haben noch Pesto. Und ich brauche natürlich auch noch was für die Fahrt, weil da mache ich mir nicht nur einen Proteinshake, weil bis ich da im Bett bin, ist 12:30 oder so. Da braucht die Modi natürlich auch noch mal was Gutes zu essen. Ja. Ansonsten würde ich gerne jetzt hier kurz einen Werbebalken einblenden. So, ich kann leider kein After Effects, sonst würde ich hier jetzt so richtig cool was einbauen. Aber so weit bin ich leider noch nicht, aber da komme ich hin. Ich arbeite dahin. Im letzten Video habe ich es auch schon kurz angeteasert. Ich werde mit drei anderen oder beziehungsweise eigentlich sind wir insgesamt zu sechst. Das heißt, mit fünf anderen wundervollen Menschen einen Retreat geben. Geht um Epigenetik. Das ist jetzt erstmal so ein Thema, wo man sich so denkt, so wow, fancy, voll der krasse Begriff. Aber eigentlich ist es nichts anderes oder ganz runtergebrochen nichts anderes als Meditation, was du dann deinem Körper antust oder Gutes tust, wenn du meditierst und einfach fundiertes Wissen. An 2 Tagen werden dir dabei gebracht, wie du deinen Körper besser kennenlernst, wie du ihn besser fütterst, in Anführungsstrichen. Und ja, dazu wird noch ganz wundervoll gekocht von der lieben Clara. Ich packe unten gerne mal ihr Instagram, könnt ihr mal stalken. Sie macht wunderbares Essen, auch ganz viel auf Retreats und auf Pferdecamps und was weiß ich und ist überall auf der Welt gefühlt unterwegs und super spannende Persönlichkeit. Und dann haben wir noch jemand dabei, die Meditation mit uns macht und Qigong und also, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich pack alle Infos unten in die Infobox. Schau gerne vorbei, melde dich an, wenn du Fragen hast. Lass uns in den Kommentaren drüber schnacken oder schreib mir bei Instagram, da antworte ich. Da gucke ich auch in meine Anfragen, Postfach rein. Also, hit me up, dann können wir darüber babbeln. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen oder auf dem Retreat. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon und sage vielen, vielen Dank. Es ist wundervoll, dass es dich gibt und dass ich diese Plattform hier habe und dass ich mich finally getraut habe und es jetzt über ein Jahr schon mache und so langsam meine Schiene finde und so ein bisschen mein Style, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und der ist ein bisschen weird und ein bisschen wild und das bin ich auch. So bin ich im Real Life, glaube ich auch. Falls jemand das guckt, der mich auch in Real Life kennt, schreibt es bitte in die Kommentare, dass ich da auch so bin. Gebe euch dann auch einen Zehner, okay? Nein. Also, thank you very much for watching. Kisses and hugs. Ich lese wieder auf Englisch furchtbar. Bye!